liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, wollen wir mal gucken, ob das klappt hier mit dem Test. Da ist gerade ein bisschen Bohrmaschinenpause. Biracles steht wieder auf dem Gabentisch, diesmal die rote Dose. Ich habe euch ja versprochen, ich nehme alle vier, naja, sind ja jetzt drei, die vierte bekomme ich ja nicht. Nehmen wir durch, jetzt in die rote Dose. Das ist ein Imperial Red, also auch wieder ein bisschen was Kräftigeres. Ja, auch wieder schön mit diesem Märchen hier. Ich halte es nochmal rein. Ist das da ein Werwolf drauf? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Wasser, Gersten, Malz und Hopfenextrakt haben wir drin. Der ganze Spaß hat 7,9% Umdrehungen und 16,5 Grad Plato haben wir hier. Ja, also ein bisschen was Kräftigeres. IBU sind wir bei 23 Bittereinheiten, ist also nicht ganz so herb und nicht so krass wie die blaue Dose. Und ja, natürlich, auch das haben wir schon auf dem Insta vorgestellt, aber werden wir hier auf YouTube natürlich auch verewigen. Eichbaumbrauerei Baden-Württemberg. So, geht doch mal einen Gruß raus an Chrissy hier, ne? So, lass ich mal laufen. So, ich mach mal so einen normalen Einschank. Ich kenn's wie gesagt schon. Bei der blauen Dose habe ich euch ja erklärt, warum ich da ein bisschen ruppiger rangegangen bin. Kann man es erkennen, ja. Ist das hier alles richtig gerade? Blinkt schon wieder? Keine Ahnung. Ja, es ist ein Bier. Ne? Gibt sich als Bier zu erkennen. Ist schon mal schön. 2 bis 2,5 Finger breite Blume. Die ist cremeweiß. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das hat sogar vom Malz schon so ein bisschen abgefärbt, dass es sogar so ein bisschen ins Bräunliche, Rötliche vielleicht sogar reingeht. Von der Blume selbst, die hier eher feinporig tatsächlich daherkommt, wobei bei genauerer Betrachtung würde ich auf Mittelporigkeit tendieren wollen. Sieht aber sehr schön aus und ihr seht ja, es bleibt auch ordentlich an der Glaswand haften. Ja, ist ja mal so weit gut, oder? Ist ein Industriestandard. Schauen wir uns das Ganze mal an, was im Glas vorhanden ist. Ja, sehen wir schon, es ist ein filtriertes Bier. Hefe ist zumindest jetzt nicht angegeben, also dürfte es auch eh nicht naturtrübe sein. Und von der Farbe, da kennen wir schon, das geht schon in dieses rot-bräunliche, fast schon roséfarbene hinein. Ich mache das mal noch mal kurz so ein bisschen genauer. Und ja, würde ich durchaus als so ein Red Ale, als ein Imperial Red durchgehen lassen. Hier, ich halte es mal rein, dann könnt ihr das selber sehen. Also es hat schon eine schön kräftig tiefe, auch ausgeprägte Farbe. Ja, Karbonisierung ist vorhanden, das perlt ordentlich ab. Blume hat sich so weit gelegt, ihr seht, also die ist immer noch vorhanden, also hier 90 Sekunden Standard, aber mal sowas von locker, dass man hier optisch zumindest diesem Bier wirklich eine gute Punktzahl geben kann. Ich finde, das sieht super aus, aus diesem Grund 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Auge trinkt auch mit, wie man so schön sagt, passt. So, dann wollen wir mal anschnuppern, mal sehen, was das Bouquet so Schönes hergibt, ne? Ja, und da bekommen wir eigentlich genau auch das, was wir auch erwarten. Ordentlich Alkohol, da ist eine leichte Sprittigkeit am Bouquet selbst drin. Also du merkst schon, oh, das riecht ja doch schon ein bisschen kräftiger nach Alkohol. Und du hast natürlich einen sehr konzentrierten Malzkörper, leichte Röstaromen. Das kannst du alles durch die Nase schon wahrnehmen. Ist wie gesagt bei diesem Bierstil absolut normal. Von daher, vom Bouquet her, grundauf solide, da gibt es nichts. Auffälligkeit oder so, riecht angenehm, ist nicht penetrant. Würde ich sagen, ja doch, macht einen Appetit, wenn man auf diesem Bierstil steht. So, und nun? Genau, Freunde, der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Ja. Im Prinzip will ich gleich mal wieder der Brückenbauer sein und eine Brücke schlagen zwischen der blauen Dose und der roten. Die blaue Dose war sehr extrem gewesen durch diese Hopfigkeit, die wirklich herb war, hopfig, sehr unrund tatsächlich auch war und ging schon ziemlich in so eine extreme Richtung mit rein. Sehr speziell, muss man mögen. Bei der roten Dose ist es genauso, nur dass es hier nicht ins Hopfige reingeht, sondern hier natürlich dieses Extreme im Malzkörper zu finden ist und das ist dermaßen heftig, dass es eben auch unrund wirkt tatsächlich auf der Zunge. Im vorderen Zungenbereich hast du sofort erstmal diese Lieblichkeit, die sich meldet. Das ist erstmal jetzt nichts Ungewöhnliches bei diesem Bierstil, das ist normal. Aber dann hast du sofort so auch so dieses Brachiale, ne? Das bricht durch. Das ist dieser Malzkörper, der die Röstaromen mitbringt. Dann ist diese leicht schon Süßlichkeit, aber eben auch so dieses Nussige, dieses, ja, dieses, was man so kennt vom Getreide halt her. Und das ist schon ein bisschen unstimmig, finde ich, ne?
wird natürlich durch den Alkohol, der hier auch als Geschmacksträger dient, unterstützt. Der schiebt das nochmal richtig an und peitscht es quasi in den Vordergrund. Genauso wie die blaue Dose, nur dass die blaue Dose das halt mit dem Hopfen gemacht hat. Hier ist es dann halt das Getreide, sprich der Malzkörper. Ja, dadurch kommt natürlich auch der Alkohol, diese Sprittigkeit zur Geltung. Wenn man sich mit diesem Bier, mit dem Beaverclass hier, Red Imperial, ein bisschen mehr auseinandersetzt, dann wird man auch feststellen, oh, das wird aber dann auch ein bisschen alkoholisch. Ne? Also beim ersten Mal war es noch so, wow, Surprise und so, nimm mal was Neues, so geil, Dose und so. Aber wenn man ein paar Mal öfters getrunken hat, dann merkst du schon, oh, das ist schon recht unstimmig, recht unrund. Beim Chrissy könnte man jetzt sagen, der wird es abfeiern, weil er findet eigentlich alle Biere geil. Der geht da nicht so feinfühlig wie ich ran. Spaß beiseite, Chrissy, komm, Gruß geht raus. Ja, aber hier geht es ja auf dem Biersüffler darum, dass wir die Dinge auch mal ein bisschen zerpflücken. Und wenn man das jetzt im Direktabgleich macht mit der gelben Dose, da kommt weder die blaue noch die rote Dose dran. Und bei der schwarzen weiß ich es leider nicht. Aber die gelbe ist wirklich von der Stimmigkeit her, von der Textur, ein absolut rundes Ding, ein rundes Bier, wo man bei der roten und bei der blauen nicht davon sprechen kann. Ne? Ja, am Ende ist es so ein schönes, billiges Kaminbier, wo ich sage, was man sicherlich so als Sundowner mal benutzen kann. Für mich ist es eher so ein Bier, was in den Herbstmonat reinpasst, in den Wintermonat reinpasst, wo man dann auch sagt, ja gut, für 59 Cent, was willst du groß erwarten, da machst du nicht viel falsch. Cooles Dosendesign, ist gut verträglich und durch diese Röstaromen, die da drin vorhanden sind und dieser doch eher fokussierte Malzkörper, dann passt das tatsächlich eher so in die kaltere Jahreszeit. Jetzt hier im Sommer macht es tatsächlich nicht so viel Spaß zu trinken. Jetzt muss ich weiß jetzt gar nicht, was ich damals bei Insta gesagt habe, aber also Platz 1 ist nach wie vor die gelbe Dose. Da machen wir uns nicht vor, da schließe ich mich der Mehrheit auch der Biertrinker, der Biercommunity natürlich an. Auf Platz 2 bin ich fast am Überlegen, ob ich jetzt hier die rote oder die blaue nehmen würde. Ich vermute mal nach Tagesform aktuell, wo ich es jetzt hier gerade im Glas drin habe, würde ich dann doch eher auf Platz 2 die blaue Dose wählen und auf Platz 3 die rote Dose. Aber wie gesagt, also die nehmen sich beide nichts. Wer mehr Hopfen mag, der wird zur blauen greifen. Wer mehr Malzkörper mag, der wird eher zu der roten greifen. Und wer richtig geiles Bier haben will, der wird sowieso die gelbe Dose nehmen. Schade, dass ich die schwarze Dose nicht habe. Die hätte ich so gerne getestet. Gut, Freunde, dann müssen wir es noch bewerten. Ja, ich finde, das ist ein solider Durchschnitt. Ich könnte jetzt sagen 2,5 Punkte. So würde ich es zum Beispiel jetzt vielleicht auf Untappd machen, 2,75, aber hier auf dem Süffler muss ich dann halt anders bewerten, da wir keine Zwischenschritte haben. Ich gebe 3 von 5/6 möglichen Punkten. Boah, ist soweit okay, ne? Kann man machen. Das war's gewesen. Beaverclass ist erstmal durch. Ich halte sie nochmal rein. So sieht sie aus und würde sagen, bis zum nächsten Biertest. Ciao, der Biersüffler.